Sie haben Ihre IT-Infrastruktur virtualisiert und interessieren sich nun für Private Cloud. Unser Webcast zeigt Ihnen, wie es geht. Schauen Sie rein. Um die Frage Virtualisierung, was nun? Wie kann ein Unternehmen sich den Weg in die Private Cloud oder ins Private Cloud Computing ebnen? Was ist zu tun? Ich gebe Ihnen jetzt einen Überblick, welche Lösungen Microsoft anbietet im Bereich Private Cloud. Und die Auswahl der Lösung hängt natürlich sehr stark davon ab, ob was die Ausgangssituation im Unternehmen ist und auch welche Anforderungen das Unternehmen an die Infrastruktur hat. Sprich, unabhängig davon, ob es sich um Compute Power, Speicherkapazität, Anwendung oder Daten handelt. Diese werden zukünftig dynamisch über IP-basierte Netze zur Verfügung gestellt, gemanagt und auch abgerechnet. Wir haben hier mit Microsoft System Center schon seit langer Zeit eine sehr effiziente Verwaltungsplattform im Markt, die auch schon immer in der Ausrichtung so ausgerichtet ist, dass wir sagen, mit der Plattform sollen sowohl physische Systeme als auch virtuelle Systeme und in Zukunft auch Cloud-Anwendungen verwaltet werden können.